Hallo und willkommen zur Fortsetzung der Diskussion zu Transaktionen in verteilten Speicher. Im vorherigen Video haben wir uns angeschaut, dass das Zwei-Phasen-Commit-Protokoll das Problem hat, dass es nicht safe und live ist. Es wird nie zu einer Mischung von Ergebnissen Abort und Commit kommen, aber es kann Situationen geben, in denen das Protokoll nach einem Timeout nicht wieder aufsetzen kann, nicht weitermachen kann. Um dieses Problem zu beheben, schauen wir uns jetzt hier das sogenannte Drei-Phasen-Commit-Protokoll an. Die Idee war ja zum Ende des letzten Videos, blockieren möchte ich natürlich nicht, und um das zu verhindern, muss ich Informationen in meinem Netz verteilen, unter meinen Teilnehmern verteilen, bevor ich einen Übergang nach Commit zulasse. Also, wir fügen eine weitere Phase hinzu und kommen vom 2- zum 3-Phasen-Commit-Protokoll. Ich weiß, das hätten Sie dem Namen nach nie erwartet, dass das jetzt so passiert. Also im 3-Phasen-Protokoll wieder die gleiche Situation. Wir haben einen Koordinator mit Teilnehmern und wir fügen ihnen zusätzliche Zustände hinzu, um wie gesagt das Entscheidungsfällen nach hinten zu schieben. Funktioniert folgendermaßen. Es ist auf den ersten Blick sehr ähnlich. Wir haben dem Koordinator ein Init, der startet die Transaktion, indem er ein Word-Request aussendet, diese einsammelt. Ist ein einziges Abort dabei, gehen wir in ein Global Abort, gehen wir in den Zustand Abort über und senden Global Abort-Nachrichten an alle Teilnehmer. Genau wie eben. Der Unterschied ist jetzt, wenn wir von allen Teilnehmern ein Vote-Commit bekommen haben, senden wir eine Prepare-Commit an alle Teilnehmer und der Koordinator selbst geht nur in den Zustand Prepare Commit. Nach dieser Nachricht werde ich als Koordinator erwarten, dass ich von meinen Teilnehmern nochmals die Bestätigung bekomme, tatsächlich jetzt ein Commit durchführen zu können. Also ich werde nochmal auf ein Ready Commit Nachrichten warten und erst wenn die von allen Teilnehmern eingetroffen ist, dann führe ich ein Global Commit durch. Hier ist jetzt natürlich die Fehlerbehandlung noch dabei, die ich jetzt hier nicht gezeigt habe. Schauen wir uns den Teilnehmer an. Ein Teilnehmer beginnt wieder in einem Zustand Ready. Auf ein Vote Request kann er mit einem Vote Abort oder Vote Commit antworten. Unter Vote Abort geht er direkt in den Zustand Abort über. Das ist wieder genau wie eben. Unter Vote Commit geht er in einen Zustand Voted. Und im Zustand Voted wartet er jetzt die Entscheidung des Koordinators über die Informationen der einzelnen Teilnehmer. Global Abort führt zu Übergang in Abort. Das ist genau gleich. Und der interessante Punkt, wenn wir ein Prepare-Commit erhalten, antworten wir mit einem Ready-Commit. Ich bin ja überhaupt nur im Zustand Voted, weil ich im Prinzip dafür bin, ein Commit abzugeben. Gehe ebenfalls in den Prepare-Commit und warte hier auf das Global-Commit. So, auf den ersten Blick sieht das doch eigentlich genauso aus wie gerade eben. Wir müssen halt zweimal das Gleiche tun. Ja. Der entscheidende Punkt ist, was kann passieren, wenn ein Teilnehmer ausfällt und neu startet? Der Unterschied ist hier, dass wir hier den Zustandsübergang zur Entscheidung so weit verzögern, bis, wie gesagt, alle Teilnehmer diese Informationen haben. Das heißt, wenn ich neu boote, lande ich gegebenenfalls nur in Pre-Commit. Es kann nicht sein, dass ich in Commit lande, wenn ein anderer in Abort ist. Anders formuliert. Angenommen, unser Koordinator sieht einen Timeout in Pre-Commit. Was bedeutet das? Das bedeutet, er weiß, dass alle anderen Teilnehmer bereits für ein Vote-Commit gestimmt haben. Das heißt, hier ist es tatsächlich sicher, ein Commit durchzuführen. Was passiert andererseits? Wo kann ein Teilnehmer einen Timeout sehen? Der Timeout in Ready ist wieder langweilig, da gehen Sie einfach nach Abort. Einfach. Der Timeout in Abort und Commit kann gar nicht passieren, das ist klar. Also, der spannende Punkt ist, Sie haben ein Timeout in Voted oder in Pre-Commit. Timeout bedeutet ja, der Koordinator schickt Ihnen nicht die Nachrichten, die Sie wollen. Also nehmen wir an, der Koordinator ist tot. Heißt, Sie müssen mit den anderen Teilnehmern reden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie sind im Zustand Voted, reden mit anderen Teilnehmern. Die drei leichten Fälle sind, einer von denen ist in Ready oder in Abort, dann brechen Sie ab. Der zweite leichte Fall ist, Sie sind in Voted, ein anderer Teilnehmer ist in Commit, dann wissen Sie, dass Ihr System kaputt ist. Das kann nämlich nicht sein. Überlegen Sie sich, warum das so ist. Okay, also Timeout in Voted ist eigentlich klar.
Es gibt noch den einen komplizierten Fall. Sie sind in. Schauen wir uns das auf Teilnehmerseite an. Timeout in Ready ist klar, Sie gehen nach Abort. Abort und Commits können keine Timeouts haben. Was ist mit Voted? Sie sind in Voted, haben für Commit gestimmt, sehen einen Timeout, Sie haben nicht die nächste Nachricht per Commit vom Koordinator bekommen. Sie reden mit Kollegen. Fall 1, Ihr Kollege sind ready. Dann können Sie beide einen Abort machen, das ist unkritisch. Ihr Kollege kann sich ja noch frei entscheiden. Fall 2, Ihr Kollege ist in Abort. Sie haben den Timeout in Voted, der ist in Abort. Sie können nach Abort gehen. Sie müssen nach Abort gehen. Fall 3, Sie sehen den Timeout in Voted. Ihr Kollege behauptet, in Commit zu sein. Überlegen Sie sich, dass das nicht sein kann und dass jetzt hier Ihr System kaputt ist, wenn Sie das sehen. Dann ist irgendwas schiefgelaufen. Fall 3, Sie haben einen Timeout in Voted. Nee, das ist schon Fall 4. Fall 4, Sie sind in Voted, sehen einen Timeout. Reden mit dem Kollegen, Ihr Kollege ist ebenfalls in Voted. Was wissen Sie jetzt? Jetzt wissen Sie noch nichts. Jetzt müssen Sie weiter rumfragen. Was passiert, wenn Sie jemanden sehen, Sie sind in Voted und jemand anders ist in Pre-Commit? Jemand anders ist in Pre-Commit. Das heißt, unser Koordinator hat jemand anderem noch ein Pre-Commit geschickt, aber das ist bei Ihnen noch nicht angekommen. Das heißt, dass Sie schließen können, dass alle anderen Teilnehmer ebenfalls ein Vote Commit abgegeben haben. Sonst könnte Ihr Kollege nicht in Pre-Commit sein. Okay? Können Sie jetzt tatsächlich sicher ein Pre-Commit durchführen? Also in Pre-Commit übergehen und dann später in Commit? Nein. Sie wissen nämlich nicht, was andere Teilnehmer oder nicht notwendigerweise. Sie wissen nämlich nicht, ob weitere andere Teilnehmer abgestürzt sind. Die könnten nach Voted recovern und von dort aus eine Board machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier schauen, wie viele haben wir. Wenn Sie in Voted einen Timeout sehen, zählen Sie durch. Dann zählen Sie durch, was die Mehrheit Ihrer Kollegen ist. Wenn die absolute Mehrheit der Teilnehmer ebenfalls Voted ist, dann können Sie verlässlich sicher ein Abort durchführen. Es ist möglich, für die anderen Kollegen aus einem Pre-Commit noch in Abort überzugehen. Das ist in dem Bild hier nicht gezeigt, aber das können Sie machen. Es ist ja noch nichts nach außen wirksam geworden. Wenn die Mehrheit Ihrer Teilnehmer in Pre-Commit ist, dann können Sie ebenfalls nach Pre-Commit gehen und letztlich dann ein Commit durchführen. Die Details sind jetzt wieder ein Recovery-Protokoll. Das machen wir mal als Hausaufgabe, das im Detail aufzuzeichnen. Und die gleiche Argumentation gilt in Pre-Commit. In Pre-Commit gilt genau die gleiche Argumentation. Es kann sein, dass Sie manche Kollegen finden in Ready, überlegen sich, dass das nicht sein kann. Es kann sein, dass Sie jemanden in Abort finden. Wirklich kann das sein. Sie sind in Pre-Commit, jemand anderes ist Abort. Nein, das kann auch nicht sein. Überlegen sich, warum das so ist. Es kann schon jemand in Commit sein, dann ist wieder alles klar. Ne? Dann können Sie nach Commit gehen. Also die spannende Frage ist wieder, Sie müssen sich durchhangeln. Und was passiert, wenn alle Ihre Kollegen in Voted oder Pre-Commit sind? Und dann müssen Sie durchzählen, je nachdem, was die Mehrheit ist. Je nachdem, was die Mehrheit der Knoten aussagt, ob die in Ready oder Pre-Commit sind. Ich zeige Ihnen noch ein Beispiel dazu. Wenn Sie manche Ihrer Knoten zwar Kollegen kontaktieren können, aber Sie bekommen keine Mehrheit zustande, dann können wir uns ein Beispiel angucken, dass Sie nicht eindeutig entscheiden können, ob Sie jetzt ein Abort oder ein Commit machen sollten. Okay, so, schauen wir uns erstmal noch ein einfacheres Beispiel an. Wir haben 3PC mit A-Koordinator und B, ähnlich wie eben. Wir haben Ready, wir machen einen Vote-Request, gehen nach Collected, Vote-Commit, beide möchten teilnehmen, beide sind in Zustand Voted. Wir senden als Koordinator jetzt noch eine Pre-Commit-Nachricht aus, bevor wir abstürzen. So dass wir hier in Pre-Commit gehen. Okay? Sie reden mit Ihrem Kollegen nach einem Timeout. Nehmen wir an, der hier hat zuerst den, ja, das ist ja plausibel, dass B hier zuerst den Timeout hätte, dessen letzte Nachricht liegt ja schon länger zurück. B hätte hier den Timeout, fragt ihn und bekommt die Information Pre-Commit. Okay, Sie haben einen anderen Kollegen, wir wissen, der ist in Pre-Commit, das heißt, wir wissen, dass es hier nicht zu einem Abort kommen sollte, sonst hätte der Koordinator ja selbst für Abort gestimmt. Das heißt, hier können Sie tatsächlich einen Commit durchführen. Wie ist das mit der Lebendigkeit?
Also, wir machen Fortschritt, selbst wenn manche Nachrichten fehlen. Ne? Timeout ist schon klar. Was mache ich, wenn ich keine Mehrheit zusammenbekomme aus meiner eigenen Stimme und dem der Nachbarn? Was ist insbesondere, wenn einer ihrer Knoten isoliert wird, durch Fehler vom Rest des Netzes wegpartitioniert wird, isoliert wird und nicht mit dem Rest reden kann? Also, das ist ähnlich zu dem Szenario weiter vorne, aber hier haben wir, nehmen wir nächste Folie, ein Beispiel, der Koordinator fällt aus, ein Knoten überlebt. Aber er kann keine Kommunikation mehr aufbauen. Er ist von allen anderen Knoten isoliert. Er ist in seiner eigenen Netzpartition. Also er ist lebendig, kann aber nicht weiterarbeiten. Timeout würde dazu führen, dass er zwar versucht zu kommunizieren, aber durch den Timeout wieder versucht, Zustandsübergänge zu machen. Und dafür brauchen wir die Mehrheit. Beispiel. Wir haben hier fünf Knoten mit dem Koordinator. Das geht alles mal ganz harmlos los. Ja, wir machen Vote-Requests und wir machen wieder Vote-Commits. Alle fünf Teilnehmer machen ein Vote-Commit. Sind also alle invoted. Der erste Teilnehmer bekommt ein Pre-Commit. Unser Teilnehmer A bekommt ein Pre-Commit. Dann stürzt der Koordinator ab und der einzige Teilnehmer A, der das Pre-Commit bekommen hat und im Zustand Prepare-Commit ist, der verliert jetzt Netzzugang. Er ist in einer Partition. Er wird ein Timeout bekommen, aber was soll er denn machen? Jetzt hat er zwei Optionen. Er könnte jetzt sagen: Okay, ich habe ein Timeout, ein Pre-Commit. Ich bin der einzige Knoten, den ich erreichen kann. Also, wenn die Regel wäre, was sie nicht ist, wenn die Regel wäre, die Majority of Reachable, die Mehrheit der erreichbaren Knoten, dann würde ich jetzt ja ein Commit machen. Ich bin ja der Einzige, ist ja alles gut. Aber das ist ja Unsinn. Wir wissen ja nicht, was im Rest hier ist. Also könnte ich sagen, andererseits, ich mache ein Timeout und ich breche ab, weil die Mehrheit der erreichbaren Knoten für mich gar nicht erreichbar ist. Die Mehrheit der Knoten ist für mich überhaupt nicht erreichbar. Da so mache ich ein Abort. Aber die anderen könnten ja ein Commit gemacht haben. Das weiß A ja nicht. Ich zeige Ihnen das nochmal separat. Also hier auf der linken Seite, was wäre eine mögliche Idee? Wir sagen, hier ist es genau das gleiche wie eben. Wir gucken uns den Fall an, was hier passiert, wenn A seine Netzverbindung verloren hat. Irgendwann werden B, D und E ja ebenfalls Timeout sehen. Die fragen rum. Und jetzt könnten wir hier eine Regel festlegen. Wir haben es nicht getan, ne? Wir könnten eine Regel festlegen, bei dem wir sagen, okay, wir machen hier ein Abort. Dann müsste der hier ja auch ein Abort machen. Okay? Kann A erstmal nicht wissen. Für A ununterscheidbar könnte ja auch das hier passiert sein. Gleiches Szenario, Vote Commit, Prepare Commit und so weiter. Aber unser Koordinator ist gar nicht abgestürzt. Ich kann das nicht unterscheiden als A, ob der Koordinator abgestürzt ist oder ob ich nur Netzverbindungen verloren habe. Ich werde hier nicht mehr in der Lage sein, mit meinem Koordinator zu arbeiten. Aber jetzt habe ich hier ja vier Knoten. Die jetzt hier ein Ready to Commit, die zählen durch, jawohl, alles kein Problem, wir machen einen Commit. Also die Regel hier, ich sollte ein Abort machen, ist falsch, wenn ich hier ein Commit machen sollte. Das heißt, Sie merken, wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Das heißt, Sie merken, wenn Partitionen auftreten können, habe ich immer noch keine korrekte Regel. Dann habe ich immer noch, auch im 3PC-Fall, noch nicht so richtig das Syndrom im Griff. Also auch dann weiß ich eigentlich immer noch nicht, wie ich sowohl lebendig als auch sicher bin. Aber ja, zugegebenermaßen, der Fall von der Folie davor, die Fälle sind noch esoterischer als die Fälle, die im Zwei-Phasen-Commit-Protokoll nicht funktioniert haben. Okay, jetzt könnten wir natürlich hergehen und sagen, dann fügen wir noch weitere Regeln hinzu. Machen aus dem drei Phasen in vier Phasen und so weiter und so weiter. Und wir drängen das immer weiter in eine Ecke. Ne? Wir machen das immer unwahrscheinlicher, dass dieser Fehlerfall eintritt, für den Preis, dass wir das Protokoll immer komplizierter machen. Ja, was macht man jetzt praktisch? Praktisch gesehen pfeift man drauf. Praktisch gesehen werden Sie in aller Regel lediglich einen Zwei-Phasen-Commit finden und sagen, der Fehlerfall, dieser Fall, dass ein 2PC, ein Two-Phase-Commit-Protokoll nicht Fortschritt machen kann, der ist schon für normale Umgebungen mit normalen Fehlerwahrscheinlichkeiten so unwahrscheinlich, dass es mir eigentlich egal ist. Okay?
Und ja, streng genommen, damit ist man nicht mehr ACID, weil ich jetzt ja dann im Recovery-Protokoll irgendwie den Knoten durchhauen muss, sodass ich hier eigentlich nicht mehr ACID-Garantien geben kann. Das ist ein kleiner Artikel, der Ihnen erklärt, dass man dann noch von sogenannten Base-Eigenschaften spricht. Aber in aller Regel für alle praktischen Belange ist das unwahrscheinlich genug, sodass man das eigentlich hier tut. 3PC finden Sie in praktisch selten implementiert. Es gibt bei Oracle ein bisschen Informationen dazu, dass man das machen kann. Aber eigentlich kommt es in Praxis nicht vor. Deswegen lohnt es auch gar nicht, jetzt hier groß noch weitere Details und noch weitere Beispiele anzugucken. In aller Regel schauen wir uns 2PC an. Sehr schön. Damit haben wir die Transaktionsverwaltung im Prinzip auf den praktisch relevanten Fall des 2PCs, des Two-Phase-Commits, eingeschränkt. Im nächsten Video möchte ich mit Ihnen noch ein paar Hilfsalgorithmen in diesem Kontext unterstützen. Das sind jetzt nicht unbedingt Transaktionsprotokolle im eigentlichen Sinne. Das ist aber etwas, was in diesem Kontext auftritt. Nämlich, wir werden uns über Logs, über verteilten wechselseitigen Ausschluss unterhalten. Das brauchen Sie in der Datenbank ja auch, unabhängig vom Transaktionscommit. Und wir werden noch ein Problem lösen, das wir am Anfang dieses Kapitels angesprochen haben. Ich möchte Kontostände aufaddieren, den globalen Snapshot. Okay, soviel erstmal dazu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.